Hallo zusammen. Wir haben bis jetzt viel über Schwerkraft gelernt, wir haben einiges über die elektrostatische Kraft gelernt. Heute ist mal was ganz Neues dran, und zwar geht es hier um den Magnetismus. Ja, und so im täglichen Leben ist die magnetische Kraft eigentlich die Kraft, mit der man nach der Schwerkraft auch am meisten in Berührung kommt. Jedes Kind kennt das Prinzip. Wenn man da so seine Holzeisenbahn zusammenbaut, dann hat man ja immer diese Magnetkupplungen und da diese Magnete. Die haben ja immer so zwei Pole, die werden mit diesem komischerweise mit dem Nord und Süd bezeichnet. Und wenn man jetzt hier diesen zweiten Magneten hier so dagegen hält, dass hier die Nordseite ist und hier Südseite, dann ziehen sich die beiden an. Und wenn man das umgekehrt machen würde, wenn man das hier mit der Südseite und mit der Nordseite so hinhält, dann gibt es eigentlich hier zwischen diesen beiden gleichen Polen nur eine Abstoßung. Also das ist eigentlich das, was man bei der Holzeisenbahn lernt, dass man da ab und zu mal den Wagen umdrehen muss, damit der Zug zusammenhält. Und das kennt man auch schon seit Urzeiten. Also das kennt man schon seit der Zeit der alten Griechen. Da gab es in der Stadt Magnesia, oder in der Nähe der Stadt Magnesia, gab es solche Magnetsteine, das waren also so Eisenoxide, die auf natürliche Weise magnetisiert waren, und mit denen hat man diese Effekte dann auch schon gut beobachten können. Eine Anwendung für diese magnetische Eigenschaft hat man eigentlich lange nicht. Tatsächlich sind die Chinesen als erstes drauf gekommen, dass man damit Richtungen anzeigen kann. Komischerweise nicht mit einer Magnetnadel, sondern mit einem Magnetlöffel, so einem chinesischen Magnetlöffel. Die sind ja so geformt, dass sie dann relativ leicht drehbar sind. Und die haben sich tatsächlich dann auch immer in verschiedene Richtungen gedreht. Das war aber mehr so im Sinne von Feng Shui. Dann ja, so zu 1000 nach Christus, da kam man drauf, dass man mit diesen natürlichen Magnetsteinen, dass man damit auch andere Dinge magnetisieren kann. Also man konnte so eine Nadel da in die Nähe halten und dann wurde die auch magnetisch. Und wenn man diese Magnetnadel dann auf ein Stück Kork legte und den Kork dann auf eine ruhige Wasserfläche legte, dann hat sich das ganze Ding tatsächlich immer in eine bestimmte Himmelsrichtung gedreht. Und da hat er immer eine Seite der Nadel nach Norden gezeigt. Also wenn das hier so eine lange, schlanke Nadel ist, dann hat eben die eine Seite der Nadel nach Norden gezeigt und die andere Seite nach Süden gezeigt. Und daher kommt eben diese Polbezeichnung. Also der Nordpol eines Magneten ist immer gerade die Seite, die eben sich nach Norden ausrichten würde, wenn der Magnet drehbar wäre. Und der Südpol des Magneten ist die Seite, die sich nach Süden ausrichten würde. Und diese Ausrichtung kommt ja zustande durch das Magnetfeld der Erde. Also wenn das hier die Erde sein soll, dann hat die Erde hier einen Nordpol, hier oben irgendwo, und hier unten ist der Südpol der Erde, also das wäre Nordpol, und unten ist der Südpol. Nun zeigt die Magnetnadel hier, diese Magnetnadel zeigt aber nicht genau zum Nordpol, sondern sie zeigt zu einem Punkt, der hier irgendwo in Kanada liegt. Also für die meisten Orte der Welt ist das ziemlich nördlich, aber wenn ich jetzt in Kanada bin, dann hätte ich schon eine deutliche Missweisung hier zwischen Nordpol und diesem Punkt. Und gegenüber natürlich gibt es ja auch einen anderen magnetischen Pol. Wenn man das Magnetfeld der Erde jetzt sich vorstellen würde, dass das Magnetfeld der Erde von einem Stabmagneten kommt, wenn sich das vorstellen würde, dann würde dieser Stabmagnet, hätte dieser Stabmagnet, hätte natürlich auch zwei Pole, wie alle Magneten. Der Nordpol der Magnetnadel zeigt jetzt hier auf diesen Punkt, das heißt, das wäre sozusagen der Südpol des Magneten. Die Anziehung ist ja immer zwischen den verschiedenen Polen. Das heißt, hier wäre der Südpol des Magneten und hier wäre der Nordpol des Magneten. Das heißt, wenn man das Erdmagnetfeld anschaut, dann sitzt der Südpol des Erdmagnetfeldes in der Nähe des Nordpols und der Nordpol des Erdmagnetfeldes sitzt in der Nähe des Südpols. Und die Kraft hier, die Kraft herrscht ja immer zwischen Nord und Süd. Nun ist es natürlich Quatsch hier mit dem Starkmagneten und da stellt sich gleich die Frage, woher kommt denn dieses Magnetfeld? Die Kraft lässt sich relativ leicht beobachten. Schwierig wird es, wenn man das begründen möchte, wo das jetzt genau herkommt. Es ist genauso wie bei der Schwerkraft, wenn man sich da fragt, ja, wo kommt das jetzt genau her, von welcher Eigenschaft der Materie. Dann wird es fast metaphysisch, was man da zu hören bekommt.
Also man kann sagen, Magnetismus kommt in irgendeiner Form von der Bewegung von Ladungsträgern. Es gibt die verschiedensten Formen dieser Bewegung, deshalb wird es auch verschiedenste Formen des Magnetismus. Ladungsträger bewegen sich im Draht entlang, also bei normaler Stromfluss, das erzeugt Magnetfelder. Wir haben hier in der Erde, an der Erde ist ja der flüssige Erdkern und da gibt es dann auch sehr viele Ladungsträger in diesem flüssigen Erdkern, die sich bewegen und die erzeugen letztendlich das Erdmagnetfeld. Wir haben zeitliche Änderungen in elektrischen Feldern, die dann dazu führen, dass sich magnetische Felder bilden. Wir haben Atome, in denen sich Elektronen bewegen und die Bewegung der Elektronen, die Verteilung der Elektronen in den Atomen kann auch dazu führen, dass sich da magnetische Wirkungen ergeben. Und wir haben auch die Elektronen selber. Auch die Elektronen selber, die Eigendrehbewegung der Elektronen ist auch eine Quelle des Magnetismus. Also es ist immer irgendwas mit hat immer irgendwas mit Bewegung zu tun, aber eben verschiedenste Formen der Bewegung erzeugen dann auch verschiedene magnetische Effekte. Das, was den Magnetismus nun grundsätzlich unterscheidet, zum Beispiel von der elektrostatischen Kraft, ist die Sache mit den Dipolen. Also jeder Magnet ist ja ein Dipol, er hat diesen Nordpol und den Südpol. Und wenn man diesen Magneten hier aufteilt, also wenn ich mal diesen Magneten hier in zwei Teile zerschlage, so, dann könnte ich erwarten, dass ich sage, hier, das ist jetzt mein Südpol und der andere Teil hier, das ist mein Nordpol. Aber das ist mitnichten so, sondern ganz automatisch ist dann dieser Teilmagnet, hat er auch wieder einen Südpol und einen Nordpol. Und genauso dieser Teilmagnet hier, der hat auch wieder Südpol und Nordpol und so weiter. Das kann ich beliebig oft wiederholen, bis ich dann tatsächlich am Ende vor einem einzelnen Elektronen stehen würde und dann würde ich immer noch feststellen, dass dieses einzelne Elektron tatsächlich auch einen Südpol und einen Nordpol hat. Das ist eben gerade dieser Spin, dieser Eigendrehimpuls des Elektrons, der für diese magnetische Wirkung hier sorgt. Und jetzt gibt es aber ein paar Leute, die dem Elektron dann hier etwas sehr Böses antun wollen, damit es dann vielleicht doch so in seine Teile zersprengt wird, dass sich da ein Monopol dann zeigt, also irgendein Element, irgendein Teilchen, was dann nur Südpol ist oder irgendein Teilchen, was nur Nordpol ist. Man versucht das schon lange und bis jetzt ist es noch nicht gelungen, aber theoretisch ist es wohl möglich, dass man einen eigenständigen Monopol da erzeugen kann. Aber wie gesagt, in der Praxis ist das noch nicht geglückt. Bis jetzt kennt man nur magnetische Dipole. Und das war ja ganz anders bei der Elektrostatik, weil da hatte ich ja tatsächlich diese zwei Ladungstypen. Da hatte ich diese positive Ladung und die negative Ladung. Und die kann ich tatsächlich getrennt beobachten. Ich habe Elemente wie die Protonen, die eben nur positiv geladen sind. Ich habe Elemente wie die Elektronen, die nur negativ geladen sind. Da habe ich also sozusagen einen, ja, in Anführungszeichen, Monopol. Die kann ich wirklich voneinander separieren und auch eine größere Menge an positiver Ladung dann einzeln beobachten. Hier bei den Magneten gelingt das einfach nicht. Nun, wenn jetzt also sogar die Elektronen diese Eigenschaft des Magnetismus in sich tragen, ja, warum ist es dann nicht so, dass alle Materialien magnetisiert sind? Warum gibt es denn nur so wenige Materialien wie zum Beispiel Eisen, wo man Magnetismus überhaupt beobachten kann? Nun, der Unterschied ist der Grad der Ordnung. In einem beliebigen Material sind alle möglicherweise vorhandenen kleinen Elementarmagnete völlig ungeordnet. Das heißt, da liegen die Südpole und die Nordpole in beliebigen Richtungen durcheinander. Und wenn ich dann ein großes Stück dieses Materials in der Hand halte, dann gibt es da keinen Summeneffekt. Das hebt sich alles gegenseitig auf. Anders ist es jetzt bei bestimmten Metallen, wie bei dem Eisen, da gibt es dann tatsächlich innerhalb des Eisens Bereiche, die sich ordnen, wo sich alle diese kleinen Elementarmagneten in einer Richtung anordnen. Und wenn sie das getan haben, dann kann ich auch in diesem ganzen Körper eine magnetische Wirkung beobachten. Und wenn ich diese Ordnung zerstöre, dann wird die magnetische Wirkung schwächer. Und wie kann ich so eine Ordnung zerstören? Nun, typischerweise kann ich das, indem ich Stoffe erhitze, dann wird es wärmer, dann gibt es mehr Bewegung auf der atomaren Ebene.
Also durch Erhitzen kann ich Magneten tatsächlich schwächen. Oder ich kann auf ihn mit einem Hammer herumklopfen. Durch diese mechanische Einwirkung wird auch Ordnung zerstört und dann wird auch die Wirkung des Magneten schwächer. Ja, also ihr seht schon, der Magnetismus hat sehr viele Facetten. Das ist ein hochinteressantes Feld. Und wir werden im nächsten Video gleich mal über das magnetische Feld sprechen. Genauso wie wir das beim elektrischen Feld gemacht haben. Über die Felder kommen wir zu den Kräften, über die Kräfte zur Energie und über die Energie dann vielleicht zu den Elektromotoren. So wird das jetzt über die nächsten Videos weiterlaufen. Ich hoffe, ihr seid da wieder dabei.